So, du hast die gewünschte Warenmenge hergestellt. Das heißt, du wirst wieder Holzfäller. Und dein Arbeitsbereich ist jetzt erstmal hier oben. Dass das Holz wegkommt. Bis da. Du hast den Bäcker erfunden. Gut gemacht. Das heißt, in unserem Dorf können wir jetzt erstmal alles seinen gewohnten Gang lassen, bis die Familienhäuser fertig sind. Wobei wir dann auch einen Töpfer endlich einstellen sollten. Töpferei. Gut. Dann arbeiten die beiden hier und kriegen ihr zwei beziehungsweise drei Familienhaus, weil die müssen wir ja auch noch. Mit einem beziehen. Und ich dachte, ich hätte dir gesagt, du sollst hier oben arbeiten. Ja. Wenn nicht, müssen wir doch ein bisschen Brandrodung betreiben. Oh, hier wäre Eisen und Gold. Hier ist aber auch, so wie es aussieht, die Nachtjäger. Hm? So, du isst hier mal was. Du heiratest. Okay, die Nachtjäger sind neutral gegeneinander, aber befreundet mit uns. Okay. Und ich muss sagen, ich finde es schon mal schön, dass wir von den Nachtjägern keine Drohung erhalten. Ja gut, du gehst jetzt erstmal da runter und haust dir hier den Bauch voll. So, Nahrungsmangel dürfte jetzt kein Problem mehr sein. Du bringst Nahrung rein, damit... die Leute satt werden und wir endlich mal ein Kind kriegen können. Das Problem ist, unsere Nahrung wird auch nicht ewig halten. Noch haben wir ein bisschen Mehl und so. Wir können uns hier am Kartenrand bewegen. Können wir auch dann irgendwo rumkommen? Ja, Tatsache. Oder auch nicht. Oder scheinbar doch. Hier durch die Bäume durch. Jetzt sind wir hier am Kartenrand. Hier gibt es wieder Nahrung.
Ja, ich weiß, das Steinmetzgerät haben wir bis jetzt noch nicht benutzt. Ich hoffe, du machst jetzt ordentlich Nahrung. Also bringst ordentlich Nahrung ins Haus, damit wir endlich mal ein Kind kriegen anfangen können, weil wir brauchen wenigstens noch einen Farmer und wir brauchen einen Müller. Wobei der Müller Vorrang hat. So, der Töpfer ist fertig. Das finde ich schon mal sehr gut. Du schläfst aus, du solltest... Ja, Mühle steht auch schon lange leer. Mehl haben wir gerade so noch genug. Okay, wir kriegen ein Kind, das ist gut. Hier können wir Bier und Möbel tauschen. Bier gegen Pilze und Möbel gegen Gold. Ich glaube, Möbel gegen Gold tauschen wäre fast schon effektiver, als das Gold selber abzubauen hier hinten. Vor allem, weil ich das Gefühl irgendwie habe, dass das hier ein dritter Indianerstamm ist. Ich kann mich halt nicht mehr ganz erinnern. Sven ist Bauarbeiter und Lehmsammler, also heirate mal. Da haben wir schon mal das andere Familienhaus vorgesorgt. Du sollst es auch ein Kind kriegen. Also ja, die kriegen auch Kinder. Hier haben Holzfäller auch alles. Nur, sie haben auch Fischer, die nichts mehr fischen können. Also mein Kundschafter müsste ja bald mal im Zuckerschock oder an Ernährungsproblemen sterben. Hoffentlich nicht. Wenn er immer nur Beeren futtert. Aber ja, vor allem da ich mit denen keine Bögen tauschen kann, sondern nur Bier und Möbel. Anders als mit denen. Mit denen könnte ich Bier, Lederrüstung und Bögen tauschen. Habe ich so das Gefühl, dass die hier eine dritte Fraktion sind. Es ist halt wirklich lange her, dass ich Kalchos gespielt habe. Ich erinnere mich nur noch so an grobe Sachen, an wichtige Sachen, die mich überrascht haben teilweise. Ah ja, an Eisen komme ich selber. Holz wird gefällt. Oh ja, er kümmert sich wirklich um die Bäume hier oben. Ja. Du kannst trainiert werden. Oh,
Werkzeugschreiner steht schon eine Weile leer. Dann kommt hier noch ein Dreifamilienhaus hin für die Gruppe hier. Wenn das gebaut ist, dann mache ich Sven zum Töpfer. Du kannst übrigens schon mal hier einziehen. Ja, und dich werde ich noch eine Weile als Kundschafter brauchen. So, das zweite Kind ist da. Wie alt bist du mittlerweile? 13, das heißt, du kannst bald arbeiten. Weil wir haben schon ein Problem. Unser Mehl ist alle. So, da ist nochmal Nahrung, die du essen kannst. So, du bist erwachsen. Das heißt, du ziehst schon mal gleich da ein. Und lernst in der Schule den Müller. Dass du in der Mühle arbeitest. Und wir wieder Mehl reinkriegen, damit uns die Nahrung nicht wieder ausgeht. So. Jetzt sollte unser Dorf dann langsam wachsen. Und wenn es sein muss, reiße ich hier oben den gesamten Obsthain ein, um da auch noch Bauplatz zu kriegen später. Jawohl, Mehl wird produziert. Ach ja, du kannst jetzt den Töpfer machen. Dafür sollten wir erstmal genug Leben haben. Danach gehst du wieder Leben sammeln, sobald du die neuen Geschirr hergestellt hast. Und zwar bis das Lehmarbeitersfeld voll ist. Okay, hier ist wieder ein Berg mit Stein und Gold dazwischen. So, unser nächster Schritt wäre eine Brauerei. Die könnte man sogar wirklich hier hinstellen. Aber erstmal will ich, dass die Nahrungsversorgung ordentlich läuft. Yeah.
Ach ja, und ein Zweifamilienhaus sollte ich auch irgendwann mal noch zentral bauen. Oder noch besser ein Dreifamilienhaus? Oh, bin ich mir jetzt gerade unsicher. Eigentlich zwei Zweifamilienhäuser.